Servus Leute und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Franco hier und wir zocken mit dem Chaos gegen Bretonia. Ich habe mal eine Frontlinie dabei, die aus Verstoßenen besteht. Ich denke mal, Verstoßene dürften so ziemlich alles platt machen, was das Chaos bringen kann. Außer... Knappen. Ich hoffe mal, dass er keine Knappen bringt, weil sonst hätte ich ein bisschen ein Problem. Dann haben wir noch einen Schakot hier. Wir haben einen Todesmagier. Mit Fate of Buna und der Purpursonne von Zerus. Wir haben einen Streitwagen dabei. Und wir haben eine Menge Hellebarden. Die Hellebarden, die chillen wir hier so an den Flanken. Guck mal, dass die eigentlich schon mit der Kavallerie klarkommen würden oder sollten. Und eigentlich auch, wahrscheinlich auch mit viel Infanterie, was die Bretonen zu bringen können. Und die sollen einfach nur irgendwelche Gefahren von unserer verstoßenen Frontlinie fernhalten. Während unsere Verstoßenen zusammen mit dem Streitwagen und dem Schakot hier die Infanterie bzw. die Bogenschützen platt machen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und die Purpurs. Oh, eine Menge Flieger. Und wenig Infanterie. Okay, aber ich meine, wir können auf jeden Fall... Akkord, stopp. Wir können auf jeden Fall trotzdem was machen. Infanterie, die locken wir mal, die Gruppe. Wir schützen mit unseren Hellebarden jetzt den Schakot. Dann hat er hier noch Questritter und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten Bogenschützen. Und noch mehr Questritter. Wenn wir schon mal einen Fate of Buna casten. Der königliche. Ich glaube, das sind die ganz teuren, oder? Sind das die ganz teuren? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Unser Reiter ist nicht beritten, also der Magier ist nicht beritten. Schon mal ganz gut. So, die Hellebarden, die gehen mal hier hin. Ich würde mal sagen, wir positionieren uns mit denen mal hier und das Schakot kommt mit drauf. Die, und kriegt er das jetzt mit, dass wir hier einen Bed of Buna casten? Ansonsten würde ich sagen, perfekt, okay. Ansonsten gehen wir mal ein Stückchen vor und gucken, dass wir mit den Verstoßenen jeweils eine Einheit Bogenschützen kriegen. Aber wir dürfen uns auch nicht zu weit auseinanderziehen lassen. Das heißt, wir gehen einfach mal so in diese Ecke und gucken, dass wir seine Bogenschützen ein bisschen dran kriegen. Argon bleibt mal hier hinten. Das soll auf jeden Fall bei den Hellebarden bleiben. Jetzt fängt das Feuer schon an. Es macht nichts. Hätten wir jetzt leider fressen müssen. Weil die... Ja gut, die Verstoßenen werden jetzt leider drauf gehen. Zumindest eine Menge davon. Hellebarden gehen mal hier weiter. Schützen den Schakot weiter. Wir gehen mit den Hellebarden mal hier rüber. Dann mit dem Schakot. Gucken wir mal, dass wir die Jungs hier noch dran kriegen. Und dann gehen wir mal mit den Verstoßen hier hin. Den auch. Den holen wir uns die Bogenschützen. Dann haben wir schon mal zwei Bogenschützen ziemlich sicher draußen. Agot kommt hier mit rüber. Unser Held ist dazu, unser Magier ist dazu ein bisschen isoliert. Hier kann man einen Charge machen. Ich glaube, er vercheckt sie so ein bisschen zu Micron. Jetzt hat er es gesehen. Ich schicke mir mal noch eine Einheit Verstoßen damit hier rüber. Dann, vielleicht können wir jetzt tatsächlich mal seine Jungs hier fangen. Wir machen hier nochmal einen Fate of Buna. Und hier hat er jetzt unsere Wägen dran geklickt, obwohl ich sie weggeschickt habe, verdammt. Aber vielleicht können wir seine Reiter fangen, das wäre ganz cool. So, hier haben wir schon mal zwei Bogenschützen ein bisschen niedergemacht. Und dann geht's weiter. Also das Gute ist, dass seine Bogenschützen gerade so ein bisschen wenig Schaden machen
an unseren Verstoßen und wir sind halt viel schneller als seine Bogenschützen. Das ist schon mal ganz gut. Gucken wir mal, ob wir mit den Hellebarden noch reinkommen. Und hier sind wir, können wir weiter auf seine Bogenschützen gehen, wenn unsere Hellebarden unseren Wagen hier beschützen. Die Hellebarden gehen hier weiter. Der Schagot kann hier weitergehen. Dickwald kommt hier mit her. Gute an den Verstoßen ist halt, dass die wesentlich schneller sind als seine. Als seine Bogenschützen. Also wir können sie jetzt hier so ein bisschen vom Schlachtfeld schubsen. Ganz gut. Ah Gott, geht hier weiter. Okay, wir haben aber noch alle drei Wägen, also das passt schon. Das ist gut. Und hier müssen wir jetzt zurück zu den Lebaden. Hier haben wir eine Einheit Bogenschützen verloren, aber das macht nichts. Wir kümmern uns jetzt hier um diese Jungs. Und dann geht's hier weiter. Unser Wagen kommt hier mit rüber. Die Hellebarden kommen hier rüber. Agot ist gerade relativ sicher. Die Hellebarden kommen hier mit her. Die restlichen Gestoßenen, die pushen einfach mal hier vor. Dann mit Siegwald. Die Hellebarden kommen hier mit her. Die Wägen können jetzt mal hierher, um da zu kämpfen. Und jetzt kommt er mit seinen Pegasi und will unseren Schagot vernichten. Hier stoßen wir weiter mit unseren Verstoßenen vor. Die beiden Hellebarden schützen hier weiter den Schagot. Die Wägen kommen hier wieder weg, weil jetzt kommt er mit seinen Fernkämpfern rein. Wir können hoffentlich bald wieder einen Fate of Bruna casten. Wollen wir mal ein bisschen aufpassen mit unseren Verstoßenen. Aber vielleicht können wir sie erfangen, die Ritter. Das wäre ganz cool. Verstoßene sind zwar sehr anfällig gegen diese Angriffe der Kavallerie. Macht jetzt nichts. Wir haben schon viele Bogenschützen ausgeschaltet. Das ist das Gute. Wir haben ja auch noch den Wagen, mit dem können wir auch die Bogenschützen angreifen. Das ist auch das Gute. Und das Gute ist auch, dass er mit den Bogenschützen relativ wenig Schaden an unseren schwer gepanzerten Truppen machen kann, an den Hellebarden. Die sind eben gerade relativ wichtig, weil wir mit denen. Oh. Hat er unsere aufstehenden Champions gefangen? Mal damit. Sollte man muss auch noch passen, bevor der jetzt weiter auf unsere Hellebarden. Aber hier hat er sich, glaube ich, fangen lassen. Ja, jetzt Vorsicht. Wir gehen lieber mit. Brauche hier keine weitere Truppe Hellebarden. Die Wägen müssen mal weg. Die Großen müssen weg. Gehen wir weiter. Akut kann mal hier mit rein. Die Hellebarden hier auch. Die Hellebarden kommen hier mit. Der Wagen geht mal auf die. Siegwald kommt auch mit. Hier haben wir eine Reiterei zum Glück an den Hellebarden jetzt dran kleben, ist gut. Wir gehen hier mal weiter mit unseren Offizieren. So, kriegt er das jetzt mit dem Wagen hier? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ich möchte mal gerne meine Verstoßenen wieder sammeln. Die haben zwar schon ganz gut Schaden genommen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, wir gehen hier mal weiter. Hexer kommt mit. Dann mal mit Siegwald nochmal kommen. Agot macht auch ein bisschen Schaden an den Bogenschützen. Hier haben wir seine Kavallerie jetzt ausgeschalten, zumindest sehr beschädigt. Unser Wagen hat hier gute Arbeit gemacht an den Bogenschützen. So, jetzt kommt er rein. Jetzt will er es wissen. Glück ist Siegwald am Start, da können wir mal unsere Buffs starten. Jetzt will er es wirklich wissen. Aber ich denke, unsere Hellebarden dürften da eigentlich ziemlich gut dagegen ankommen. Vor allem, wenn jetzt noch die Verstärkung hier dazu kommt.
Und der Schakot, der nimmt halt schon derben Schaden, das ist klar. Den muss man halt wirklich jetzt aufpassen. Aber wenn er hier nicht rausgeht mit seiner Kavallerie und sich von unseren Hellebarden hier einsperren lässt, das wäre super. Aber er geht raus, okay. Aber er hat trotzdem gut Schaden genommen. Hier kommt der Rest. Und er hat hier noch eine Einheit Westritter, interessanterweise. Ah, die Penner haben sich wieder gesammelt. Ey, aber mit den Verstoßen gehen wir mal auf die Bogenschützen. Unser Wagen kommt zurück. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die Bogenschützen. Nee, wisst ihr was? Wir sammeln uns mal hier drüben. Der Wagen kommt auch zurück. Sammeln uns mal bei den Hellebarden, weil die werden jetzt auch angegriffen. Der Schakot geht mal mit hier vor zu den Hellebarden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rüber. Der Wagen kommt zurück, mit dem können wir uns noch um die restlichen Bogenschützen kümmern. Hier kommt er jetzt wieder rein. Hoffentlich sieht er den Wagen nicht. Oh nein, er sieht den Wagen. Schade. Muss weg da! Lass dich nicht fangen! Send ihn in die helle Baden rein! Witzig, jetzt geht er wieder zurück. Ja, keine Ahnung, und jetzt? Weiß nicht, weil, wenn er uns jetzt noch kiten will, keine Ahnung. Bisschen lame, aber. Ja, ich würde sagen, so sei es. Ich meine, wir haben schon noch Einheiten, mit denen wir das machen können. Aber das Problem ist, wir müssen immer in Reichweite unserer Hellebarden bleiben. Weil sonst werden wir. Kann er ganz einfach mit seinen Pegasi diese großen Einheiten wegpicken. Und unsere Gestoßenen. In denen wir nur noch eine Einheit haben. Der kann man allerdings mal seine Bogenschützen angehen. So. Aber wir haben zum Glück noch einen Zauberer, den wir mal einen kleinen Fate of Yuna casten können. Eigentlich wäre es fast besser gewesen, die Questritter hier drüben, aber die Pegasi sind auch eine große Gefahr. Und vor allem sind die schneller als die Questritter. So, kommt er jetzt hier rein? Na gut. Weine. Kommt da. Gute Zieh. Die Wägen können raus. Hey, jetzt kommt er mit allen rein, was er hat. Hoffen wir mal, dass es jetzt halt auch das Ende der Schlacht hier ist. Ich habe eigentlich keine Lust, hier so ewig jetzt das rauszuziehen. Hier können wir mal mit dem Wägen den Charge hier auf die Bogenschützen machen. Aber ich denke, dass unsere Hellebarden das hinkriegen dürften. Wir kümmern uns natürlich primär um die Pegasi. Das ist so ziemlich die. Oder beziehungsweise wir könnten eigentlich auch mal auf Leon Coeur gehen, aber ich denke mal, als erstes will ich seine. Ja, wobei wir können uns jetzt um Leon Coeur kümmern. Unser Schakot flieht, krass. Aber ich denke, dass es das gewesen sein müsste. Ja, interessant. Lustiger Bild von meinem Gegner. Der Faktor, der uns das Spiel gewonnen hat, waren die Verstoßenen. Weil wenn wir die Verstoßenen nicht gehabt hätten, dann hätten wir so eine. Bogenschützen nicht fangen können. Eigentlich hatten wir so einen ziemlich krassen Counterbild gegen seinen dabei, kann man fast sagen. Die Hellebarden waren halt der Tool gegen seine Reiterei. Und die Verstoßenen waren das Tool gegen seine Bogenschützen. Und jo, vielen Dank an meinen Gegner Chris. Vielen Dank bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, ciao.